Yeah. Ja, meine Kamera hat Face-Tracking. Ob ihr es auch so habt? Hä? Ihr dachtet, ich sag I doubt it, aber sag ich nicht. I doubt it. Party people! You better stop! Team! Wir haben uns versammelt in meinem Badezimmer. Mit Licht. Ich, Partymaus, gehe heute nämlich aus. Ich, Partymaus, gehe heute aus. Oh, ich mach mal direkt meine Ohrringe rein, bevor ich das vergesse. Oh, falsche Seite. Hä? So. Schon ganz anderer Mensch. Also, ich gehe heute weg. Ich gehe auf einen Geburtstag und ich mache mich dafür jetzt ready. Weil ich muss gleich schon los, weil ich muss 1,5 Stunden fahren. Weil 1000 Leute mich immer wieder fragen, wie machst du dich fertig? Ich zeig's euch einfach. Kommt einfach mit. Kommt einfach. Jetzt habe ich hier gerade alles so schön aufgesettet. Ich zieh mich um, dann bin ich zurück. BG. Nee, wisst ihr was, ihr kommt mit. Huchi. Es ist nur ein BH. Mein Gott. Es sieht aus, als würde hier voll der Wäscheberg liegen. Also liegt es auch. Hier auf der Kleiderstange. Das ist meine Arbeitskleidung. Mann, lasst mich doch mal in Frieden. Ich hoffe, ihr hört mich überhaupt und nicht, dass die Straße so laut ist. Sieht hier ein bisschen scheiße jetzt aus. Links und rechts Klamotten. Perfekt. Also. Die Wohnung ist gerammelt voll, schon fast Messi-mäßig, leider. Stunny-Outfit trage ich eigentlich fast immer, wenn ich weggehe. Eine Leder-Leggings. Leder-Optik-Leggings. Ich drehe euch mal kurz um. Wartet. Schön. So geht's hier ungefähr 5-mal am Tag. Hier fahren immer Krankenwagen und alles vorbei. Aber wie schön. Also, ich habe hier so eine Isolierfolie gemacht, deswegen sind hier überall diese Dinger. Aber es bringt echt heftig was, weil die Fenster sind so dünn. Keine Ahnung, was ich euch eigentlich zeigen wollte. Wo kommt er jetzt hier schon wieder her? Es gibt den Ding gleich eine Kopfnuss. Okay, Stunny, Lederleggings. Dazu. Eins der vielen Oberteile, die ich habe. erstmal Standard Nietengürtel. Es sieht aus, als wäre ich der übelste Messi, bin ich nicht. Und dieser Gürtelkette ist eigentlich immer Standard. Zack. Also, geil, aber too much für Birthday Party zu Hause. Das genauso. Ich hab's noch nie angehört, beides. Das vielleicht? Vielleicht das. Ich liebe Leoprint, also. Oder das. Hier so zusammengeknotet. Bis gleich. So, ich habe mich für diese Bluse entschieden. Das ist die Bluse. Wie immer, lange weiße Socken. Die Schuhe, wie eigentlich immer. Ich habe mir vor längerer Zeit mal so geile Stiefel, Leppen, was auch immer gekauft. Noch nie getragen. Weil ich irgendwie finde, aus welchem Grund auch immer, stehen sie mir nicht. Ich greife immer wieder auf die Sneaker zurück. Period. Accessoires. Und dieses Armband. Jetzt würde ich wirklich gerne noch diesen Handschuh anziehen, aber wie gesagt, irgendwie für eine Geburtstagsparty zu Hause ist es irgendwie ein bisschen too much. Obwohl, eigentlich gibt es auch kein too much, ne? Oder? Ist es too much? She's a maniac. Meine Schrumpelfinger. Oh!
Okay, Party People. Mit dem Handschuh überlege ich mir noch. Finde ich geil, aber wir gehen zurück ins Bad. Ich ziehe den erstmal aus. Obwohl es echt ein Vibe ist. Hey, wir befinden uns in der Küche. Ich mache mir jetzt erstmal ein Iced Kaffee. Kein Kaffee, Cappuccino. So ein Schoko-Cappuccino, lieb's. Mehr Zucker als alles andere, lieb's. Gib mir Zucker. Bisschen Kaffee mit rein. Top die Wette gilt, würde ich sagen. Ich gönne mir jetzt erstmal ein paar Vitamine. Moringa. Schwarzkümmelöl. Schwarzpimmelöl. Sorry. Alexa raus. Stopp. Dance Party. Ihr habt richtig schön gesungen, ne? Toll. Ne. Okay, es reicht jetzt. Folgendermaßen. Lecker. Ja, wie ihr seht, bin ich ja schon geschminkt, weil ich mich jeden Morgen schminke. Also der Eyeliner. Also gibt es gar nicht mehr so viel ready zu maken. Ich werde jetzt etwas Make-up auftragen. Dieses. Denn meine Haut wird gerne mal rot. Und wenn ich dann Make-up trage, dann ist es nicht ganz so schlimm. Das Make-up ist übrigens richtig gut. Ich habe mir ja jetzt ein Schlagzeug gekauft vor ungefähr einer Woche. Ich habe noch nicht, natürlich, habe ich noch nicht so viel gespielt, wie ich es eigentlich vorhatte. Wie immer, wenn ich irgendwas toll finde, ich denke mir so, oh mein Gott, ich brauche das. Ich gehe jetzt sofort das kaufen, was ich dafür brauche, immer wenn ich ein neues Hobby habe. Und dann am Ende benutze ich es natürlich nicht so viel, wie eigentlich geplant. Und dann steht es immer in der Ecke rum. Genau wie die scheiß Stickmaschine. Mein Licht ist ausgegangen. Wie die scheiß Stickmaschine, die ich mal für 1300 Euro gekauft habe. Das ist aber auch ein Struggle mit dieser Maschine. Jedenfalls habe ich natürlich auch noch nicht so viel Schlagzeug gelernt, gespielt, wie ich eigentlich vorhatte. Aber wisst ihr, was ich mir diesmal gesagt habe? Ich habe mir gesagt, komme was wolle, du wirst dich nicht stressen und nicht zwingen, das zu machen. Und es steht auch am anderen Ende der Wohnung und da bin ich nicht so oft. Und das sind für mich so kleine Faktoren, es dann nicht zu tun. Und immer wenn ich dann da hinten hingehe, weil, keine Ahnung, zum Beispiel die Wäsche steht da, wenn ich dann irgendwie die Wäsche hole oder so oder aus dem Fenster gucke, einfach mal zwischendurch, dann sehe ich das immer und bin so, badumts, badumts. Aber ich habe trotzdem noch vor, das richtig zu lernen. Man merkt es auch echt schnell, wenn man so ein bisschen was macht, so jeden Tag, vielleicht 3 Minuten. So, dann nehme ein bisschen Farbe ins Gesicht hier mit dem. Ich glaube, das Ding ist 5 Jahre alt. Vielleicht noch älter, aber wie neu. Und es riecht immer noch geil nach Schokolade. Wie damals. Damals. That's selling chocolate. Alexa, wie spät? Hi Mala, es ist 14.31 Uhr. Ich bin natürlich gut in der Zeit. Ich fahre gleich in meine Heimat, in meine Hometown. Lippe, ich bin Lippe. Denn eine Freundin feiert ihren Geburtstag und ja, da fahre ich natürlich hin. Natürlich fahre ich da hin, was denkt ihr denn? Wir gehen erst in Escape Room, worauf ich mega Bock habe. Escape Room ist schon wirklich geil, wenn es ein geiles Thema ist. Letztens waren wir in einem, der war nicht so geil. Es war irgendwie so ein bisschen ranzig. Also,
Man zahlt da irgendwie 20 Euro für eine Stunde. Und die können den Raum nicht mal irgendwie schön machen. So, da denke ich mir auch so, Leute, hackt's oder was? Deswegen hoffe ich, dass der heute nice wird. Ein bisschen rätseln. Ein bisschen hiervon drauf. Zack. Den Eyeliner habe ich schon drauf. Den mache ich jeden Morgen. Komme, was wolle. Schnee oder Regen, der Eyeliner sitzt. Perfekt. Ready. Jetzt kommen wir zum wichtigsten Teil des Abends. Die Haare. Früher habe ich meine Haare nie gemacht. Ich habe die gewaschen, gekämmt, fertig. Könnte ich jetzt so auch einfach gehen, ne? Sitzt ja. Aber Leute. Leute. Nicht mit mir. Ich kümmere mich nämlich um meine Haare. Was heißt, ich kümmere mich? Eigentlich mache ich sie ganz im Gegenteil kaputt. Das, was ich mache. Ich benutze Volumenpowder, Puder. So auf der Hand. Zack. Rinder. Mehr. Mehr. Da ist schon mehr als da. Und das ist halt so ein bisschen klebrig. Und das macht so einen Grip in die Haare. Das mag ich gerne. Weil ich mir sie auch tupiere ein bisschen. Und das geht mit so ganz glatten, geschmeidigen Haaren natürlich nicht so gut. Seht ihr schon? Seht ihr the difference? Mehr. Zack. Hier auch noch rein. Ich mag meine Haare mittlerweile einfach voluminös, extravaganser. Und jetzt kann man schon nicht mehr hier durchgehen, weil die klebrig sind. Aber das ist das Ziel. Das ist mein Ziel. Ich tupiere sie dann immer noch. Und ich mag das halt, wenn das Haar so groß ist. So flauschig, so 80s-mäßig. Das ist der Look, für den ich gehe. Mann, ey. Also manche Sachen hören sich im Englischen noch einfach besser an. The look I go for, ne? Den Look, für den ich gehe. So, ein bisschen tupieren, ne? Wie ihr seht. Seht ihr, sieht es in der Kamera ziemlich scheiße aus. Wenn es so bleibt, okay, bin ich zufrieden mit. Aber, egal wie viel Puder, egal wie viel Haarspray, meine Haare fallen in 2 Minuten wieder platt. Und das ist dann nervig, weil ich dann den ganzen Abend die ganze Zeit so mache, oh, sitzen meine Haare, ne? Und es ist total nervig. Da bin ich den ganzen Tag, den ganzen Abend, bin ich immer damit beschäftigt, wie meine Haare aussehen, statt einfach gar nichts damit zu machen und dann bin ich eigentlich auch zufrieden. So, den Struggle füge ich mir selber zu. Und trotzdem mache ich es jedes Mal wieder. Egal, ein bisschen mache ich was. Was ist für eine Elvis-Tolle? Was passiert? Just a small town girl on a Saturday night. Zack, 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 zack. Haarspray. Das gefällt mir ganz gut. Machen wir hier so. Hier so. Zack. Ja, keine Ahnung, wie die Leute immer so solche Haare hinbekommen. Ich glaube, meine Haare sind dafür zu gesund. Ihr braucht gar nicht lachen. Hier oben sind sie gesund, hier unten nicht. Ja, Leute. Mir fällt gerade ein, ich habe überhaupt nicht meine Sachen gepackt. You don't have a thought behind those eyes, do you? Sweet boy. Parfüm. Ja, das war's auch schon. Das war das Get Ready With Me. Ich zeige euch jetzt noch den Finished Look und dann verabschiede ich mich, weil ich los muss. Ich weiß, Leute, Leoprint auf Leoprint matcht nicht, aber ich trage den Mantel ja zu. Das ist mein Outfit. Outfit check. Outfit check.
Leute, das war's für heute. Lasst mich wissen, was ihr denkt. Oder auch nicht. Ist mir auch YOLO. My name is Bella Hadid. Also ihr könnt mir gerne in den Kommentaren sagen, wie ihr meinen Look findet, wie ihr mein Video findet. Ihr dürft gerne liken, ihr dürft mir gerne folgen. Auch auf Instagram oder auf TikTok. Ich kann sowas nicht. Ich kann nicht dieses Intro, ich kann nicht dieses Outro. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.